Ein Krankenhaus, die Musik bitte yeah. Aus. Also, falls der Darian das sieht, der Klingelbeutel füllt sich langsam ein bisschen. Coole Sache. Ja, coole Sache wäre, wenn wir mehr Teilnehmer hätten. Dann hätten wir auch damit verbunden eventuell mehr Spender. Aber wie gesagt, nachdem ihr jetzt in einem aufsteigenden kommunistischen System eh bald das Proletariat herrscht, ist ja eh alles Eigentum der Arbeiterklasse. Das heißt, es gehört uns dann allen alles zu gleichen Teilen. Da wird dann wahrscheinlich der Darian seinen Anteil an den Gerichtsgebäuden zu Geld machen und damit
seinen Rechtsbeistand und seine etwaigen Strafen und Ähnliches zahlen können. Ne? So ein kommunistischer Grundgedanke ist ja schon recht gut. Ich habe gerade gesagt, ein Geschäftslokal zu vermieten. Begreift ihr das irgendwo, wenn wir alle gefühlte, ich sage gefühlte, 10 Meter ein Geschäft nicht mehr offen vorfindet, weil sie es geschlossen haben? Liegt vielleicht nicht an den Sanktionen, wo wir uns da selber schaden? Liegt vielleicht nicht daran, dass man in der Pandemiezeit die Menschen keine Kunden mehr ranbringen konnte? An was könnte es denn eigentlich liegen? Klärt uns mal einfach bitte auf, schreibt es unter die Kommentarzeile. Es liegt daran, dass die kommunistische Partei bis jetzt nicht ausreichend stark gewählt wurde. Im Kommunismus wird der Spar wieder eröffnen. Genossen, Freundschaft! Ich glaube, ihr habt Hummel in der Hosentasche. Wenn es noch teure, frisch gewaschene Autos gibt, die in der kommunistischen Zentrale Salzburg rumstehen. Es scheint, als hätten wir eine Spaltung der Gesellschaft. Aber vielleicht setzt sich der mit seinem Luxusauto dann einfach als Oligarch in die Ukraine ab. Wir spalten ja auch Kerne, damit wir natürlich bioneutral uns beheizen können. Na, wir spalten keine Kerne, weil Österreich ja einst eine sehr große Protestbewegung hatte gegen AKWs. Dann kaufen wir nicht Kernspaltung zu? Damals, ich wollte gerade sagen, damals hat ja quasi das Volk bewiesen, dass Demonstrieren durchaus was bringt. Aber der Roman hat natürlich völlig recht, wir importieren Strom aus Nachbarländern, die mit AKWs Strom erzeugen. Und ja, der Irrsinn liegt im Auge des Betrachters. Aber nachdem ja die Bundesrepublik, die ja zum gehorsames Nacheilen von irgendwelchen Blödsinnigkeiten immer recht weit vor dabei ist, jetzt ihre AKWs abgedreht hat, der deutsche Wirtschaftsminister in seiner vollen Unfähigkeit, das ist natürlich nur meine Meinung und es gilt in diesem Falle sicher die Unschuldsvermutung, festgestellt hat, dass die AKWs in der Ukraine zum Beispiel ja völlig in Ordnung sind und weiterlaufen können, weil die stehen ja schon dort. Das deutsche Volk hingegen die eigenen AKWs abdrehen musste wegen der Energiewende. Schließlich hat Deutschland am weltweiten CO2-Ausstoß, glaube ich, 2% Teilhabe. Das wird jetzt, wo sie ihre Ausfälle des AKW-Stroms durch Kohlekraftwerke machen, natürlich gleich viel besser werden. Und das Schöne ist, die Deutschen finanzieren über EU-Fördergelder als EU-Mitgliedsland ja unter anderem auch den Ausbau der französischen Atomkraft, weil Atomkraft ist ja inzwischen von den Grünen höchst selbst per Greenwashing zu grünem Strom erklärt worden. Und deswegen dürfen die Franzosen
Europa quasi ihre AKWs ausbauen und die Deutschen finanziert. Eine witzige Welt, in der wir da leben. Aber wie gesagt, wir leben ja auch in einer Welt, in der die Briten jetzt Uranmunition an die Ukraine geliefert haben, weil Feuerwehrfrock nur das ist gegen menschliches Elend, nur das ist gegen Tod, nur das bringt den Frieden. In diesem Sinne, Freundschaft, Genossen. So, und ich zeige euch wieder ein paar gefühlte 10 Meter. Kann sich das Geschäft auch nicht mehr leisten, nur noch Lagerabverkauf. Au! Heute haben sie einen Haufen Menschen an ersten Platz in der Reihe gesucht, um uns zu beobachten.
heute schon so eine schöne Widerstandskundgebung an. Stolpersteine.